Herzlich willkommen zum Public Industry Technik Talk zu Produkten, die bewegen. Herr Vogt, was stellt Mitsubishi auf der SPS IPC 30 2012 aus? Der Messeauftritt steht unter dem Motto Energiesparlösungen und zeigt, wie die verschiedenen Automatisierungskomponenten von Mitsubishi Electric dazu beitragen, Energieeffizienz von Anlagen zu steigern. Und was sind da die Highlights? Eines der Highlights ist das Energy Control Pack, ECP, das gemeinsam mit den eFactory-Partnern INEA und LEM entwickelte System erfasst alle notwendigen Energieverbrauchsdaten von der Produktion bis hin zur Leitebene in Echtzeit und stellt diese zeitgleich in verschiedenen Ebenen zur Analyse in Datenmanagementsystemen bereit. Herr Orand, Sie zeigen ein weiteres Highlight auf der Messe. Schreiben Sie uns dies bitte kurz. Also neben den Energie- und Automatisierungslösungen stellen wir auch optimierte Antriebssysteme vor. Wir haben in Verbindung mit unserem Partner Henel ein sogenanntes Intralogistiksystem aufgebaut. In diesem System ist ein voll rückspeisefähiger Frequenzumrichter untergebracht. Dieser bewirkt Folgendes: Wenn der Aufzug im Prinzip hochfährt, nimmt er Energie aus dem Netz auf. Wenn der Aufzug runterfährt, gibt er Energie frei. Man spart dadurch natürlich Energiekosten und optimiert dadurch natürlich die Wirtschaftlichkeit in seinem Betrieb. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.